Und damit herzlich willkommen zurück zur Mission 8.3, die Schlinge, die den Atem nimmt. Und nun, mittlerweile bin ich ein bisschen klüger geworden, was das Ganze angeht. Und zwar gibt es noch einen letzten, einen finalen Angriff von Lord Barclay, der bisher aber nicht triggert. Warum triggert er nicht? Nun, das liegt daran, dass der Trigger der ist, dass der Wall zerstört werden muss. Dieser Außenwall von Lady Seven. Es ist ziemlich unklar und man weiß es, bis es einem gesagt wird, leuchtet es nicht so wirklich ein. Aber es ist eben eine Voraussetzung und das hat auch ein bisschen mit der nächsten Mission zu tun. Und ich würde sagen, wir schaffen da einfach ein bisschen Abhilfe. Ich habe selbst schon geschaut, ob wir jetzt mal eben zumindest hier einen Baumeistergilde machen können, das selbst aufschießen. Aber mir ist aufgefallen, wir haben ja auch einen Tribok hier in der Burg. Ich würde sagen, wir schaffen Abhilfe und ballern die Mauer einfach selbst über den Jordan. Und dann ist gut. Hoffen wir mal. In der Zwischenzeit können wir auch mal die Verstärkungen mobilisieren, was nur so geht. Waffen benötigt, Sire. Was bekümmert euch, Sire? Und ich würde sagen, begeben wir unsere Truppen mal in eine bisschen epischere Endschlacht-Aufstellung. Das Vorratslager ist voll, my lord. Oh. Und zwar, indem wir die Schlacht so etwa da hinten schlagen. Ich habe das Ganze schon mal ausgetestet, ob die Trigger funktionieren, mal eben offscreen. Und habe schon gesehen, dass die letzte Barclay-Armee sich dort vorne sammelt. Und ich würde sagen, da machen wir einfach eine schön passende Schlacht vor der Burg. Wenn wir schon so viele Nahkämpfer haben. Ich glaube, wir haben... Ah, die Fernkämpfer sind schon... Fernkämpfer sind oben. Habe ich das? Ah ja, stimmt. Das habe ich, glaube ich, noch gemacht, bevor ich gegangen bin. Bevor ich gegangen sein tutet. Letztes Mal. Im Übrigen, verzeiht, wenn meine Stimme ein bisschen rau ist. Ich habe so leichte Rachenentzündung. Da kommen sie! Wir haben jetzt weit genug aufgeballert. Wunderbar, würde ich sagen. Tribok, du darfst aufhören. Der Plan ging auf. Die Hose ist gesprengt. Sehr schön. So, bereit für die letzte Schlacht. Und da kommt doch der Lümmel. Ah, das muss man halt erstmal wissen, nicht wahr? Ich meine, es ist ja schon irgendwie sinnig, wenn man wirklich Ritter bauen kann. Man kriegt Ehre ohne Ende und man hat massig Knete, dass man halt wirklich Ritter spammt ohne Ende oder andere Nahkämpfer. Da man hier nur Nahkämpfer bauen kann, ist es ja irgendwie auch ersichtlich, dass man offensiver verteidigt als normalerweise. Und da kann es durchaus vorkommen, dass man bis zum letzten Angriff tatsächlich den Wall unbeschädigt lässt. Dementsprechend kommt man nicht automatisch darauf, dass das ein Trigger sein könnte. So, Freunde. Ist eigentlich ein Witz, was man an anderen Truppen haben neben Rittern. Aber hey. Aber hey. Letzte Schlacht. Die Geschichte wartet. Ich glaube, wir haben die französische Armee getroffen. Wo laufen die hin? Der Kampf ist doch hier vorne. Ach nee, die wollen... Ah, nee, die wollen durch die Bresche. Nein, ihr kommt zu mir gefälligst. Ihr kämpft hier gegen mich. Du kämpfst gegen mich, Highlander. Aha. Also. Okay, da kommen noch Ritterverstärkungen von hinten. Das war voll geplant, keine Sorge. Hauen wir sie! Voll die Prügelei, auch wenn das ewig große Truppenknollen sind. Aber hey. Habe ich gerade ganz nebenbei unterschwellig herausgefunden, wie man das Interface ausblendet, ohne auf diese Beobachtersicht zu gehen, indem man einfach Tab drückt. Ritter, verfolgt die Ritter. Ritter, verfolgt die Ritter. Genau. Arbeitsteilung. Verfolgt euch doch selber. Na, ich würde sagen, die Ritter haben gerade alles am Mähdrescher gespielt. Und Barclays Truppen waren das Korn. Ziehen die sich zurück? Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Jetzt verhungern wir einfach, bevor wir gewonnen haben. Ich sehe es kommen. Warum? Haben wir schon wieder... Alter, wie viel Eisen. Ich hätte gerne wieder Platz für das Mehl. Weil ich glaube, dass genau das Problem ist. Können wir kaufen? Wir können Brot kaufen. Machen wir mal eben.
bisschen Aushilfe, bevor uns das... Mein nobler Herr. ...noch den Hals zuschnürt und so. Hm. Was bekümmert euch, Sire? Reitet los! Jagt sie weg, die Penors. Treibt die Pferde an! Ja, haut nur ab. Kommt doch das nächste Mal mit mehr Leuten. Warum sammelt ihr euch hier? Ist eines. Mein Schwert ist das eure. Galoppiert! Hm. Ah, jetzt ist der Sieg da. Ja, super. Soll ich das jetzt als separaten Part machen? Ach, Quatsch. Das war jetzt bloß das Finale hier und wir machen jetzt einfach die nächste Mission. Ganz ehrlich, das jetzt als extra Part zu machen, nur um die nächste separat, das waren jetzt ein paar Minuten. Also, die 5 Minuten, ganz ehrlich, auf die kommt es nicht an. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns die nächste Mission an. Mission 8.4, der Schild, der dich schützt. Ah, keine Feinde oder feindlichen Personen übrig, also das gleiche nochmal. Wir dürfen nicht sterben, Lady Seren darf nicht sterben. Okay, schauen wir rein. Geht weiter wie gewohnt. Und wir lesen erstmal die Beschreibung. Mission 8.4, der Schild, der dich schützt. Die Belagerer haben sich zurückgezogen. Ja, haben wir gesehen. Doch das Loch im Außenwall ist nicht zu übersehen, das wir selbst reingeschossen haben. Sollte Barclay seine mächtigen Trebuchets erneut einsetzen, oder ich nochmal, würde auch der innere Wall fallen und der Bergfried einem gnadenlosen Sturm ausgesetzt werden. Das wäre allerdings immer noch besser als die Alternative, sich ihm im offenen Feld zu stellen. Was wir eigentlich die ganze Zeit schon machen. Also, mit wachsender Unruhe seht ihr, wie Lady Seren ihre verbleibenden Truppen vor den äußeren Ring zieht. Ihr könnt nur vermuten, was sie damit bezwecken will. Aber so kann Barclay seine Trebuchets nicht in Ordnung bringen, nicht in Stellung bringen. Nichtsdestotrotz ist so ein selbstmörderischer Plan, also das, was wir letztes Mal auch schon gemacht haben, so Truppen von den Stellung bringen, dass die Trebuchets nicht aufgestellt werden können. Nichtsdestotrotz ist es ein selbstmörderischer Plan und auch wenn er euch Zeit erkaufen sollte, um zu fliehen, so werdet ihr kein weiteres Massaker zulassen. Hinweis, der erste Angriff wird nicht lange auf sich warten lassen. Okay, alles klar. Und jetzt haben wir sogar endlich eine Zeitanzeige bis zur letzten Invasion. Ich folge eurem Banner. Noch einen kleinen Tipp an der Stelle zu Damm, weil die Sache ist wirklich, die Story und Gameplay gehen jetzt gerade unglaublich auseinander. Klar, es war vielleicht nicht vorgesehen, dass man alles mit Rittern niedermäht, aber in der Story zu sagen, wir ziehen uns zurück, weil wir auf dem offenen Feld keine Chance haben und der äußere Wall bricht, aber dann wirklich in Spielmechaniken die Möglichkeiten zu geben, alles draußen wegzumähen einfach, das ist so eine leichte Problematik. Also so mein Vorschlag wäre, entweder Ritter zu entfernen für diese Mission. Ohne Ritter ist es schon mal um einiges schwerer, die Gegner hier draußen übelst abzufangen. Also entweder man entfernt die Ritter. Ich glaube, sie dürfte immer noch machbar sein. Ansonsten, das ist halt so ein bisschen Balancing-Feinarbeit dann. So hier und her tarieren, schon, ob man vielleicht die Invasion deswegen ein bisschen schwächer macht. Aber ich würde tatsächlich vorschlagen, die Ritter zu entfernen für diese Mission. Oder aber irgendwelche Alternativen zu geben. Vielleicht, na gut, diese Fernkämpferbegrenzung gehört dazu. Ja, ich glaube tatsächlich, es würde schon mal sehr helfen, indem man die Ritter entfernt. Vielleicht jetzt für die letzte Mission okay, aber für die davor ist es schwierig. Weil ich finde tatsächlich die Ritter in dieser Masse okay, es müssen nicht mal unbedingt sein, dass man Ritter bauen kann, das ist die Masse. Es könnte auch sein, dass man einfach das Problem behebt, indem man längst nicht so viele Statuen errichtet hat wie hier. Weil wir kriegen ja so viel Ehre reingespült. Andererseits können sich Spieler in den vorderen Missionen auch Möglichkeiten schaffen. Das ist halt wirklich so eine Balancing-Frage. Da muss man eine Weile rumgrübeln. Mein spontaner Einfall ist, die Ritter erstmal rauszunehmen. Ob man was anderes machen kann, ist so die Frage. Aber das ist so mein spontaner Einfall, der diese Problematik löst. Weil, ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht jemand... Gut, ich habe jetzt hier mit Rittern drüber gemäht, aber normalerweise bin ich nicht jemand, der so heftig Spielmechaniken abused. Wenn ich das schon so mache wie hier, weil es mir auf den Piss ging, dass ich einfach so verloren habe, weil er die selber irgendwie mal sich irgendwie über den Herd gestolpert ist, ja. Nun, es werden bestimmt unglaublich viele die Problematik hier haben, dass wahrscheinlich die Herausforderung sehen, hey, der äußere Wall wird einfach nicht fallen und dann vor dem Problem stehen. Aber schön. Gut, man kann den Trigger ändern, klar, aber ich meine jetzt auch, was die Story angeht, die Verbindung. Aber gut, ich würde sagen, wir sind ready für die letzte Vaselinisation. Ja, Vaselinisation. Hat mit Vaseline zu tun. Komm, wir machen noch so eine kleine Pikinier-Invasion. Yay.
Rekruten benötigt, Sire. Also der äußere Wall ist jetzt auch nur Solar. Wenn die jetzt tatsächlich auch durch den äußeren Wall kommen, wird es... Ach, hallo, Siren, schön, dass du rauskommst. Kommst du auch persönlich mit? Hauptsache schwer gepanzerte und ein paar Bauern mitschicken. Sie kommt tatsächlich selbst mit raus. Ach du lieber Gott, oh, da kommt ein bisschen was. Gut, wir kämpfen zusammen. Sollen wir der Ewighalber Lordi auch mitnehmen? Komm, wir nehmen auch mit. Komm, swagge mal hinaus in die weite Welt. Geschichte wartet. Ritter zu Pferde, bitte. Bitte. Waffen benötigt, Sire. Und weiter für die Ritter. Marschieren wir? Nein, Günther kann auch da bleiben, der hat sich ja eh festgebackt. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Schon wieder, Leute. Nehmt den Mund mal nicht zu voll. Ach nee, geht ja gar nicht. Wenn wir schon bei solchen Witzen sind. Wisst ihr eigentlich, eure Beliebtheit sinkt. Warum nach Afrika so wenig Medikamente geschickt werden? Weil auf den meisten draufsteht, bitte mit zusammen mit Wasser einnehmen. Er ist wirklich böse, aber er ist ein gut. Nobler Herr. Was bekümmert euch, Sire? Unser beider Schicksal ist eines. Aha, da kommen ein paar Lasagnen an. Mein Pony-Lasagnen. Schwert ist das eure. Kommt mal hoch. Ich folge eurem Banner. Eine ganze Menge leichte Kavallerie und Günther. Also ist wirklich ganz Sagt viel nur, zum Schnellangreifen. Geht es in gut, die Schlacht? Wir bilden mal einen Schutzschild für Saren. Geschichte wartet. Marschieren wir? Mein nobler Herr, hier lang. Okay. Was bekümmert euch, Sire? Nach vorn! Unser beider Schicksal ist eines. Wie die alle einzeln kommen, ne? Mein Schwert die ist die laufen alle einzeln in den Häcksler, den wir aufgebaut haben. Mehr oder minder bewusst. Sagt nur, was ich tun soll. Oh, der eine ist übermütig, aber ich glaube, der darf sich's auch erlauben. Obwohl, er wird gerade niedergepiekst. Guckt euch das an. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Oh, ich wollte gerade sagen, wo kommen die Pferde her? Das sind ja meine. Upsi. Die Geschichte wartet. Ja. Marschieren wir? Wir können aber unsere Fernkämpfer mit dazuziehen. Die haben ja sonst nichts zu tun und so. Ich sehe schon, wird unsere Burg irgendwie durch einen Angriff von hinten gestört. Gut. Wir dürfen ja noch nicht sterben, und Seven auch nicht. Wir sind beide hier. Von daher, die können die Burg ruhig haben. Einfach die ganze Burg mit Sprengsätzen verlegt, beziehungsweise einfach mit ganz viel Pech. Holt euch doch die Burg. Einfach die gesamte Burg dann anzünden. Pikeniere vorwärts! Das wäre mal diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Das wäre irgendwie richtig heftig. Ich meine... So, dieses Medieval Napalm mit Pech, das gab es zwar nicht historisch, aber es wäre so für eine Mission, so eine abgedrehte Mission einfach irgendwie kaputt, wenn man einem Gegner einfach eine Falle stellt und ihm einfach die Burg überlässt. So, umgekehrtes trojanisches Pferd, ne? Die Gegner einfach in die Burg lassen, warten, bis sie drin Stellung bezogen haben und dann einfach den Knopf drücken und alles brennt. Oh ja. Ein nobler Herr, was bekümmert euch, Sire? Pikeniere. Rekruten benötigt, Sire. So, ich hoffe mal, die Gegner kommen jetzt auch wirklich alle hier frontal. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich überhaupt hier so mich vor die Brücke hingestellt habe. Wäre das nur die Gegner, die hier angreifen, aber mir gehen die vor allem auf den Sack, die hier nach Süden gehen und dann beim Falken rumtrollen und nur durch die Gegend reiten und rumtrollolol machen. Vor allem die Briten im Bogenschützen, die mir ständig wegreiten. Unser beider Schicksal ist eines. Mein Schwert ist das eure. So, nochmal ein paar neue Pferdchen. Wunderbar. Ah, bis die mal alle da sind. Leute. Beliebtheit hat echt Probleme. Wir sollten jetzt doch mal wieder... Das gibt's ja nicht. Warum macht das Brot so Probleme? Das Essen hier ist so langweilig. Könnten wir nicht ein bisschen mehr Abwechslung haben? Kannst froh sein, dass du überhaupt was zu beißen hast, Junge. Die Leute verlassen die Burg. Oh, ja, kommt, wir haben es gleich. Nicht sicher, wir haben es wieder.
Ich glaube, es war wirklich das Problem mit dem Lagerplatz. So, Barclay. Was ist denn los? Brauchst du einfach wirklich so lange oder... Na gut, ein Trigger kann es nicht sein, sonst hätten wir jetzt diesen Timer nicht. Es mag vorteilhaft sein, Dinge an Events zu triggern hier. Ich meine, bei Stronghold 1 gab es Angriffe nur fest vorgegeben. Aber hey, da haben sie dann funktioniert. Hier ist das Problem, wenn man irgendwelchen festen Bedingungen etwas mit Triggern verbindet. Das kann oftmals zu Problemen führen. Sei es nun durch Bugs oder sei es tatsächlich, dass einfach Spielverhalten von Spielern auftreten, die man so als Kartenersteller jetzt nicht mit einbedacht hat. Woran liegt? Zu wenig Bauern? Rekruten benötigt, ja. Sire. Alles klar. Reitet los! Ja, der erste Angriff hat echt nicht lange auf sich warten lassen, dafür aber alle anderen. Ich folge eurem Banner. Treibt die Pferde an! Soll ich hier Rost ansetzen? Komm, ich gehe mal zu Sabern und vergnüge mich in der Zwischenzeit mal kurz. Bitte nicht hingucken. Sagt nur, was ich tun soll. Ihr guckt ja doch hin. Galoppiert! Geht es in die Schlacht? Ihr seid mein Gebieter. Ich frag mich, was euch durch den Kopf geht, aber sie macht mir gerade ein Sandwich. Die Geschichte wartet. Also. Ich glaube, es hat sich nicht angehört, als wäre er erschlagen worden. Es hat sich angehört, als hätte er sich vor dem Beatdieb erschreckt. Weggerannt. Wahrscheinlich das erste Mal sein Spiegelbild gesehen. Ich bin ja wirklich so hässlich. Verdammt. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ich diene euch gut. Pikeniere nach vorn. Hui, ihr könnt ja auch mal mitkommen. Piken. Auf geht's. Piken Schultern. Ist ja gut, Leute. Rekruten benötigt, Sire. Ja, die sind immer noch auf ihrer neutralen Chillstellung. Und die letzten Invasionen wird weit kommen. Es sind dann nur zwei. Der erste Angriff ganz vorne und jetzt nochmal eine Invasion. Ist sie schon kommen und Sire verkrümelt sich jetzt einfach. Und nee, sie stimmt einfach vor. Einzeln. Warum auch nicht? Marschieren wir? Mein nobler Herr, reiten wir! Was bekümmert euch, Sire? So, wunderbar. Eure Beliebtheit steigt. Wir sagen, schauen wir mal, dass die Pikern auch was Schicksal zu tun haben. Ist eines. Vorwärts. Und machen wir auch mal schöne Formationen für euch. Linie passt, glaube ich, zu Pikenieren mit am besten. Yeah. Ja, irgendwie sind die Formationen in Stronghold 2 auch nicht so wirklich. Ich muss sagen, in Crusader 2 funktionieren die sogar halbwegs gut. So in Stronghold 2 war ich von den Formationen noch nie so wirklich begeistert, muss ich sagen. Jetzt funktioniert es mal. Hauptmann, es geht los. Los, vorwärts. Angriff. Der Weg ist versperrt. Entschlag. Komm, die schlagen. Wisst ihr was? Die schlagen wir zusammen mit Sabin. Oh nein, wegen der. Ja, das ist so das Problem mit Formationen. Hört auf, irgendwelche Formationen zu machen. Weil die wollen sich dann mitten im Bewegen dann erstmal noch neu aufstellen. Das soll eine Endschlacht werden, die würdig ist. Würdig in den Geschichtsbüchern zu stehen, auch wenn sie historisch nicht stattfand, aber in den fiktiven Geschichtsbüchern. Also in Fantasy-Romanen und was weiß ich. Es geht um Bäume, verdammt. Marschieren wir? Mein nobler Herr. Wo sind eigentlich Lord? Ach, der Lord ist da. Unser beider Schicksal ist eines. So, alle bis auf Lordi vorwärts und zusammen mit Siren die Endschlacht. Was ist das? Und das Vogelfreie? Ja, das ist ein Vogelfreie. Habe ich ganz allein rausgefunden, ne? Die Epik. Spürt ihr sie?
Alter Falter, da ist echt ordentlich was am geschnetzelt werden. Alter, die Formation! Seht ihr, was ich meine? Alter. So, Simon und ich haben weiterhin unseren Spaß da hinten. Wunderbar. Sorgt dafür, dass wir nicht gestört werden. Bildet einen Schutzschild. Gut, so heißt die Mission ja auch. Der Schild, der dich schützt, war es doch, glaube ich, oder? Ja, der Schild, der dich schützt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Rosse. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Mhm. Die Geschichte wartet. Marschieren wir? Mein nobler Herr. Und rein da konnte das die Formation mal sein. Macht einfach locker. Was bekümmert euch, Sire? Was wünscht ihr? Noch, da kommen nochmal Truppen von mir. Kommt, habt Spaß. Mein Schwert ist das eure. Ich folge eurem Banner. Mhm. So ein paar Einzelgefechte sind auch nicht schlecht, fernab vom großen Blob. No. Komm, Piginia, das verlierst du doch nicht, das Duell. Na los doch, eure Hoheit. Bewegung, Günther! Helf Siren beim Sandwich mal. Nee, so wie ich den seinen ungeschickten Finger kenne. Lass es lieber. Ihr seid mein Gebieter. Deine einzige Aufgabe besteht es, nicht aufzuessen, bis es bei mir angekommen ist. Die Geschichte wartet. Alter, Missionsziel beschützt Siren, während sich die ein Sandwich macht. Das ist... ja... Das sind die wichtigen Dinge im Leben, um die es sich hier dreht. Unser beider Schicksal ist eines. Mein Schwert ist das eure. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ach, da Hunden? Doch, Hunden. Hunden, was ging durch mein Hirn, als ich jetzt Hunden gesagt habe? Da hinten! Da sind noch Barclays Schwertkämpfer. Sag nur, was ich tun soll. Geht es in die Schlacht? Schnitzelt sie. Wow, das ging schnell. Das war einfach der Rasierapparat wieder. Schön. Und damit hätten wir es geschafft. Das war Mission 8.4, der Schild, der dich schützt. Ah, das ist auch irgendwie... Das ist auch so ein kleines Problem, was ich mit Stronghold 2 habe. Es ist einfach so, plopp, Sieg und vorbei. Irgendwie... Ah, klar, es ist nur eine Kleinigkeit, wie es jetzt bei Stronghold 1 ist, dass erstmal Sieg eingeblendet wird, vielleicht noch großartig gerufen wird, Sieg, und kommt erstmal noch so das große Sieg obendrauf, und man sieht nochmal kurz so ein kleiner Abschied quasi, den du nimmst von der Karte. Es sind nur ein paar Sekunden, tatsächlich machen sie ein bisschen was von der Atmosphäre aus, wie ich es finde. Aber schön, das war die gesamte, das Jahr des Greifen-Kampagne, zusammen mit der Bonusmission, die Krone, die das Land führt. Beziehungsweise war das ja 8.1, die Krone, die das Land führt. Oder? Ganz kurz, bevor ich Mist laber, muss man mal durchschauen. Alter, sind das mittlerweile viele Zettel. Ah, doch, die Krone, die das Land führt, ist tatsächlich der Übermissionsname. Okay, alles klar. Das war die das Jahr des Greifen-Kampagne. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euch hat es ja anscheinend gefallen. Ich merke, da gibt es sehr viel Feedback zur Kampagne an sich und auch zum Let's Play dazu. Und wenn es noch mehr gibt zu Stronghold 2, gucken wir mal. Je nachdem. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich ein paar Sachen von Stronghold 2 endlich fertig mache, wie jetzt den Kreuzzugmarsch und eventuell auch endlich mal wieder die Bogenvorstellungen und eventuell auch bei Zeiten auch wieder die KI-Kämpfe wiederbelebe. Von daher, es gibt noch genug zu tun, was Stronghold angeht. Was Stronghold 2 betrifft, schauen wir mal. Vielleicht findet sich noch eine gute Kampagne, die sich spielen lässt. Oder irgendwas anderes benutzerdefiniertes. Und dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei künftigen Stronghold-Projekten, vielleicht auch bei künftigen Stronghold 2-Projekten. Je nachdem, wie der Hase läuft und so. Alles klar, bis dahin. Bye, bye.